Ist doch schön. Ich will losgehen. Gut, Marianne. Geh mal aufs. Nee. Was hast du jetzt? Du musst allen Leuten zahlen. Nee, sie hat 20 bekommen. Also nicht wirklich viel. Nicht die Welt, nee. So. Alter. Hey, jetzt ist es wieder so gefährlich, jetzt die Ecke. Hast du ernsthaft Angst vor den zwei Häusern da oben? Ja, momentan noch ein bisschen. Also jetzt Vierer passt, jetzt muss ich erstmal nochmal dran würfeln. Also, du wirst da ich oben höchstens 160 los, also. Keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic, ne? Vorher muss ich, glaube ich. Ja, aber ich glaube, ab dem Moment, wo sie so 300. Oh, sehr gut, sie muss den Taxi bezahlen. Sie bezahlt sogar 200. Ist sie dumm? Sie hätte 10% nehmen sollen, da wäre sie viel weniger gewesen. Computer. Oh, jetzt verlierst du richtig viel Geld. Oh. Mal gucken. Ob du das leisten kannst. Oh. 200. Entschuldigung, mein 160 waren. Ja, aber sie sind sogar 400. Erst ab ca. 400 bezahlst du die Hypotheken zurück. Muss nicht sein, die könnte ja auch ganz naiv sein. Stimmt, sie baut sich erstmal die Häuser. Stimmt ja. Wo ist denn die Kleine? Ach da. Der hoppelnde Hase. Ja, und jetzt ist er erstmal mal dran, weil sie einen Pass gewürfelt hat. Hat sie? Ach so. Déjà-vu. Immer auf den Roten, du immer auf der Parkstraße. Nicht so viel Geld, die hat nur so viel Geld. Also sie hat noch einen Vierer-Pasch und jetzt einen Dreier-Pasch. Ah, jetzt kommt sie ins Gefängnis. Wird sich wahrscheinlich gleich wieder freikaufen. Nein. Ja, natürlich wird sie freikaufen. Heißt, sie hat wieder weniger Geld. Und heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die Gelben wiederkommt, ist auch wieder hoch. Ja. Ja. Und sie hat nicht über los. Das ist so geil. Aber erstmal so, na, Handel. Ja, ja. Ach ja. So. Ein 6. Leider keine 5, weil 5 hätte ich ja wiederholt. Leider nicht, aber auch auf keinem Gemeinschaftsfeld oder so. Was sollte sie schon kriegen? Geh auf los, okay. Ja, und eine Karte gewinne das Spiel. Gibt's ja nicht, leider. Ja, das wäre sowieso. Tja. Da ist eh nichts. Also da ist schon was, aber sie hat die Politik nicht zurückbezahlt. Ja, jetzt kann ich nochmal würfeln. Schade. Ich habe eigentlich 3 Apache. Also sie ist ja wirklich ins Hotel gekommen, weil ins Gefängnis gekommen, weil sie 3-mal einen Pasch gewürfelt hat. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, die ist auf dem. Nee, die ist deswegen reingekommen. Mädel, reizt mich nicht. Mal einfach nur abbrechen. So. 188. Komm, zahl 200. An wen und an was und warum? Ach, scheiße. Oh. Kommst du noch Geld? Verdammt. Aber ich mag's auch, wenn sie dann wieder Häuser kauft, damit geht sie ihr Geld wieder runter und. So, jetzt bin ich sie darf nicht mehr als 7 und sie darf nicht weniger als 3 würfeln. Schön dazwischen wieder. Bitte? Achso. So, vielleicht bekomme ich eine Karte, wo ich von jedem einsammeln soll. Nee, go to jail, yes. Geh nicht über los und zieh nicht dein Gehalt ein. Ah, genau, du bist ein bisschen. Achso, ja. Du bist ein bisschen. Sie baut sich Häuser. Ja. Über 300 kaufen die denn. So, ist das Schema. Nicht über 400, sondern 300. Ja, 400 dachte ich, wenn du Boutiquen zurückbezahlen, aber okay. Na gut, Marianne. Ja, ist klar. Aber sie zahlt trotzdem an dir. An dir. An dich. Ja, an dich. 26. Geld ist Geld. Gut, Mädel, dann. Ja, bleib ruhig im Gefängnis, das ist bestimmt schön, ne? Hast du nette Kollegen oder so? Im Gefängnis. Ja, aber momentan ziemlich einsam. Oh. Ah ja. Bis jetzt aber noch sehr übersichtlich. Du hast bis jetzt nur einen Kreidestrich. So, Gemeinschaftszeit. Geh 3 Felder zurück. Ja. Oder auch nicht. Schade. Wann kommt sie bald wieder los? Ah!
Vor allem, wenn sie zu viel Geld sammeln, baut sie wieder überall die Hotels und Ja, die werden dich ja nicht umbringen. Gut, sollte man eigentlich nicht so laut sagen. Ja. Kann ja schneller gehen, als du denkst. Aber irgendwo hast du das, jetzt ja doch schon die Taktik raus. Ja, muss mal gucken. Ich sag, die Taktik ist, da passiert eigentlich auch noch, dass sie Geld abgeben muss immer wieder. Und dadurch. Aber sie baut sich jetzt natürlich die Häuser wieder auf für viel mehr Geld, als sie, wenn sie verkauft. Aber sie zieht ja über los jetzt. Mal gucken, was jetzt das nächste Karte bringt. Sie zieht die Ereigniskarte nach Ereigniskarte oder Gemeinschaftskarte nach Gemeinschaftskarte. Brich ab. Kommst du mehr Geld? Was siehst du gerade? Ich sehe gerade, wie ich im Gefängnis gerade gewürfelt habe. Und jetzt will sie mit mir handeln. Okay, wir sind jetzt schon asynchron. Okay. Bedeutet immer kurz laden. Ups, okay. Gegen das Mikrofon gestürzt. Kann nur besser werden. Nee. Weil du hast gehandelt gehabt mit ihr. Nee, hatte ich nicht. Bei mir schon. Nee, gut. Und sogar angenommen. Sie hat irgendwie Elektrizitätswerk, glaube ich, auch so bekommen. Oder das Wasserwerk. Was? Was? Ja, nicht was. Schau nach. Ich habe nicht mal gedrückt, gehandelt. Tja, weil wir jetzt eben in verschiedenen Welten waren. Du hast jetzt eben was mit Ereignissen, das hat mich eben schon irritiert, mit Gefängnissen und alles. Schau mal nach. Also gleich. Schau mal nach. Marianne hat Exit gewählt. Ja, das sah gerade so nach aus. Ja, das weiter. Wasserwerk. Oh, Mann. Cheaterin! Ab dem Moment, wo du so verlierst, versuchst du sowas zu machen. Ich weiß es nicht. Ich hab das ja eigentlich gar nicht so wirklich registriert, deswegen konnte ich auch nicht einspringen oder so. Deshalb. Wie die Botte. Oh, Mann, die ist blöd. Ey, sehr froh, dass die dir nicht Geld abgezogen hat, ey. Noch da? Ja. Gut. Ich guck grad, wie die Hausadministration. Ja, nee, ab und zu ist es so, Leute sind erstmal so halb Brain AFK und dann auf einmal so Skype und meint dann, nö, die nicht mehr da, Internet und alles. Ah, ich hoffe nur, dass. Okay, 6, Mist. Ja, komm, die paar kannst du ja loslernen. Ja, werden schon 400 sein oder so. Oh. Du warst arm. 500. Nee, sie wird reich, das Problem. 550, wow. Ja, das auch. Erstmal. Sie wird sich mich jetzt nach und nach. Nein, obwohl, nein, 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 nein. Ich überleg grad, ob ich für 707 in die Straße kaufe. Nein. Ich überleg halt, ob ich mir obwohl, die Straße kaufe. Obwohl. Ja, doch. Warte, ich mach das mal hoch. Ja, guck mal. Da kann sich keine Häuser weiterbauen. Tut mir leid, den einen wollen wir ihr doch mal überlassen. Sie hat sogar angenommen, die blöde. Oh nee. Jetzt ist es wohl noch eine Karte, die sie interessieren könnte, ne? Das weißt du. Ne, zwei ja. Eigentlich, auch nur. Zwei rote eigentlich sogar noch. Aber ja. Ich glaube, die versucht zu weniger zu handeln. Ja. Jetzt hast du schon mal 25 Gold. Die Karte hat sie mich vorhin bekommen bei mir. Okay. Das. So. Geh auf los! Yeah. Los. Gibt bessere Sachen für dich. Natürlich, das stimmt schon. Oh, jetzt komm auf Gelb, Mädel, komm auf Gelb. Nein, nichts dann. Ich will die Parkstraße dir nicht geben. Siehst du, die Parkstraße haben wir noch zur Not. Ja, die meinte ich eigentlich auch noch. So. Yes! Glückwunsch! Das sieht sogar nach einem Endsieg aus. Warte, das klingt irgendwie falsch. 1150. Yeah! Ich applaudiere an den Sieger. Ich verbeuge mich sogar, ne? Yes. Ja. Weil sie kein Geld mehr hatte. Wir hatten ja nochmal das letzte Geld rausgerückt für die eine Schlacht. Das Wechselgeld. Ja. Dann hätte sie das jetzt nochmal bezahlen können, wenn sie ihre Häuser verkauft hätte. Ich habe die Wette gewonnen, das macht jetzt 750 Euro. Nein. Das ist ein Schokokeks.
Ja, okay, send es mir zu, müsstest ja meine Adresse vielleicht noch haben. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, reicht damit. Gut, Leute, war witzig gewesen. Ja, warte, schau dir eine Tanzanimation an, wie du da oben auf dem Dollarzeichen rumtanzt mit 7412 Dollar. Danke, dass du mir noch die Möglichkeit gegeben hast, dazu zu gewinnen. Das ist ja eigentlich gemeinsamer Verdienst jetzt gerade. Du hast mir ja die Sachen gegeben, als du sofort gegangen bist, dass wir erstmal die Sachen tauschen sollen. Ja, so nett muss ich auch das sein, ne? Ja, aber ich sag mal so, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mit die Runde dabei warst und auch mit unterhalten hast. Ja. Ich hoffe, dir hat es eigentlich Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Zwar ist die KI ziemlich berechenbar, aber ja. Wenn man dann schon hinter die Fassade der vielen Zahlen hinterschauen kann, dann merkt man dann schon die Systematik der Computer. Egal, du würdest das sagen? Ja, also Leute, noch als Endfazit würde ich sagen, gebt nicht euer letztes Geld für irgendeine Straße aus. Das bringt euch einen Bankrott. Ja, gut. Da kann man immer so zwiegespalten reden. Der einen hat viel geholfen, der andere nicht, ne? Na ja, gut. Tja, ansonsten. Er hat nicht die Schlosserlege gekauft, da würde ich vielleicht dann immer so. Tja. Gut. Willst du noch was loswerden, oder? Ja, das war ja mein Fazit eigentlich. Achso, ja gut, hätte ihr sein können, dass du noch was loswerden willst. Ja, ich würde dann sagen, das war's ja mit... Ja. Monopoly. Mit Monopoly, genau. Man sieht sich dann in der nächsten Runde mit jemand anders. Ciao, Leute. Ciao, ciao.